Nämlich jetzt. Und ich weiß, meine Schnitte sind so geil, dass ihr, wenn ihr die Folge neu guckt und die der vorherige Folge nicht gesehen habt, gar nicht wisst, warum ich einfach mitten im Satz beginne. Aber Leute, wisst ihr was? Das ist mir scheißegal. Ist wirklich so. Nein, Spaß. Was habe ich gesagt? Ist auch egal. Okay, zum goldenen Drachen. Nehme ich mal an. Jagen Sie einmal nach seiner hinterher. Jagen Sie ihr hinterher. Wo ist sie? Wie will sie haben? Zumindest mal eine Alma nach Seite finden. Ihr wisst, wie das aussieht, wenn man geil ist. Also pass auf. Super! Frau des Panda. Oh, ich habe sogar Leben verloren. Nicht cool. Nicht cool, Schwein. Bitteschön. Hatte ich in meiner Tasche. Schatz, ja? Ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Nein. Das heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt, in einem Dorf namens Lexington. Okay. Dann fangen wir dort mit der Suche an. Okay. Wir treffen uns da. Alles klar. Ey, der guckt immer wie so ein Pädophiler, Alter. Das ist so, weiß nicht, sein Blick, das ist immer so, als würde er zum Frühstück. Was ist denn bloß in dich gefahren, Junge? Junge? Junge! Ja, schon. Das sieht immer so aus, als, weiß nicht, als würde hier sowas zum Frühstück fressen. So, guck mal, kannst du das auch? Kannst du springen? Hä? Kannst du springen? Nee, die Entwickler haben dir keine Springanimation gegeben. Tja. Speedracer. Kürzen ab. Like a boss, kürzen wir ab. Lalalala, wir klettern hoch. Trollalalalalala. Wir gehen nochmal die Karte. Tab, ne? Karte. Cool. Wo müssen wir eigentlich hin? Ach du heilige Scheiße. Was ist eigentlich das? Was ist das? Was ist das? Interaktives Gespräch. Wisst ihr, Leute, wir scheißen auf interaktive Gespräche. Wir scheißen noch auf die komische Assassin's Creed-Steuerung, die Maus irgendwie nicht ganz so toll findet und daher lieber irgendwie, weiß nicht, was anderes bevorzugen würde, aber. Ist ja sicher, oder? Egal. Ihr habt auch mit den vielen Fehlern, die das Spiel hat, finde ich es geil. Du kannst ins Gesicht laufen. Finde ich das Spiel cool, weil es ist einfach cool. Besser als Brotherhood und Revelations zusammen, weil Brotherhood und Revelations zusammen war einfach nur. Wenn ich ehrlich mal sagen soll, scheiße. Aber Revelations, das war so die ganzen Türken in Osmanien und ich weiß nicht, Assassin's Creed ist so für mich irgendwie, ich weiß nicht. So klassisch, Männer in Uniform sind deine Gegner und du selbst bist ein Assassine, der sich erst hocharbeiten muss und da war das so, du bist Super King, kannst irgendwie alles, obwohl du schon 90 bist, wärst du nur mit Bomben. Im Prinzip hat man einfach nur Bomben werfen müssen oder Leute aus der Entfernung mit der Armbrust abknallen. Und das ist aber so. Das können sich nicht mehr wehren und das war so, weiß nicht, das war so, wir müssen Geld machen. Aber der dritte Teil, der ist wieder neue Geschichte, neue Typen, neue Grafik, neues Gameplay, auch einfach ein geiles neues Spiel. Echt cool, muss ich sagen, ist gelungen. Also ich habe es ja jetzt schon ein bisschen weitergespielt auf der Konsole allerdings, und zwar nicht auf PC, das habe ich mir erst nur zum Aufnehmen gekauft, weil ich das Spiel halt nicht und habe ich mir gedacht, okay, gib's lieber die Hälfte aus, weil das war gerade im Angebot. Glaube ich das her habe. Ja, ich sag euch das natürlich nicht. Ach, ich habe euch gerade virtuell die Strom. Hey! Schwing dein Hintern ausgestreckt! Ja, spinnst du? Ja, spinnst du! Boah, sterb. Also, wo war ich? Ach ja. Da hab ich mir einfach gedacht, oh, okay, wenn du es sowieso kaufst und spielen willst, dann kannst du gleich aufnehmen, weil. Boah. Habe ich eine Motivation, ey. Weißt du? Sonst ist es immer so eine Woche spielen und dann irgendwie. Egal, ja, strecken wir durch. Aber ja, es ist einfach. Weiß nicht, cooles Spiel. Gefällt mir. Auch später, wo man. Ich sag. Auf jeden Fall, später ist es halt auch ganz cool. Ja. Falls ihr euch denkt, okay, in den letzten Folgen hat er gelabert, hat keine Ahnung, was weiterhin passiert, habe ich insofern auch nicht. Ich habe, okay, Story-lastig weiß ich schon ein bisschen mehr was, aber. Kann ich da durch? Yeah!
statt einfach drumüber zu klettern, was schneller gehen würde. Nein, wir klettern da durch. Storylastig weiß ich schon ein bisschen weiter, aber auch von der eigentlichen, generellen geilen Story, so wie man es aus dem Trailer kennt, davon weiß ich noch gar nichts. Ja. Aus dem Trailer kennt man ja, dass man einen Assassinen spielt mit so weißen Klamotten und der hat auch ein ganz anderes Gesicht als Hathan. Wo ich nur wieder zu sagen kann, ja, stimmt, aber weiter kenne ich es auch noch nicht. Ich weiß noch nicht mehr, wie die Rüstung aussieht, nur halt aus dem Trailer, dass es ein blaues Ding dran hat. Also, ich laber schon wieder zu viel, aber ja. Ich muss auch labern, sonst wird euch ja langweilig, denke ich mal. Aber so durch den Schnee zu laufen, ist bestimmt voll öde. Ich meine, kann man das auch... Da kann man schon... Yeah! Okay, jetzt erhängen wir uns. Und dann ist Fall. Den Boden der Tatsachen. Schlecht. Hey, ist eine Schatzkiste. Ich muss glitzern. Oh, ich muss glitzern. Auf dem Dach vielleicht glitzern. Nein. Unter dem Ding da vielleicht glitzern. Fallen lassen. Bringen. Ich hab die. Grrr. Yeah. Schloss knacken. Oh nein. Ich hab keine Ahnung, wie das. Ja. Links und rechts in den richtigen finden, um die Spannung zu halten. Ja, aber. Ich verstehe dieses. Du hast doch gerade. Dieses Schloss. Lass mich in Ruhe! Zurück! Warum? Warum muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Warum? Warum muss ich hier so einen frickeligen Scheiß einbauen? Warum? Was habe ich jetzt schon wieder falsch? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Warte mal kurz. Oh, ging mir gerade der Headset-Bügel tierisch auf den Kopf. Oder ist es, weil ich meine Maus schief halte? Wahrscheinlich. Wie soll man... Ganz ehrlich, ne? Ich mach's jetzt mit dem Mauspad, Junge. Was habe ich denn falsch gemacht? Halt. Hast geschafft? Alter, ne? Alter, ne. Du mein... Geh mal voll auf den Sack, dieses Schloss knacken, wa? Alter Scheiße. Wie lange haben wir das für gebraucht? Halbe Stunde? Moor. Okay. Dann wechseln wir die Landschaft in den Schnee. Jump like a boss. Ja. Und warum muss ich für das jetzt zum Beispiel Enter drücken? Hätte da nicht ein linker Mausklick für Ja gereicht? Oder ein E für Interagieren für Ja? Für Machen für Ja? Nein, natürlich nicht. Betreten des Jagdreviers. Heute wir Jagdrevier. Ich laufe durch den Schnee, weil ich gar nichts kann und scheiße bin und einen Kopf habe, als wäre ich 12. Oh mein Gott, das macht keinen Sinn. Ich renne durch den Schnee, durch den Schnee, durch den Schnee. Jump like a boss. Es ruckelt. What the fuck, es ruckelt. Geil, oh geil, geil, geil. Es ruckelt. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. What the fuck, what the fuck, what the fucking fucking fuck. Bam, bam, in the face, in the face, in the face. Slap, slap, slap. Gibt's nicht irgendwie Schnellreise in dem Spiel? Muss ich da jetzt wirklich hinlaufen? Muss ich da jetzt
Okay, ich lauf da ja hin. Ist nicht immer. Nur die Mission, wenn ich vor der Mission war, hier ist mein Cut, weil. Nee. Ich mach so eine Stunde Pause und gib das erst, ich hab Hunger. Oh ja, auch ich hab Hunger. Und tut mir leid, dass die Folge von Freitag nicht pünktlich kam und Donnerstag gar keine kam. Habe ich, glaube ich, schon entschuldigt. Aber. Ja. Ist halt das Problem, wenn ich so 2-3 Folgen am Tag aufnehme und dann halt jede Folge einzeln mache und aktuell zu bleiben, weil ich kann jetzt natürlich auch 30 Folgen aufnehmen, das komplett durchrennen und dann über die Woche hochladen, dann könnt ihr euch die Folgen den Rest des Monats ansehen, aber es ist für mich persönlich nicht so schön, für euch wahrscheinlich auch nicht, weil ich dann halt, wenn es Neues passiert, über das Neues haben zu diskutieren, was ihr gerne hören wollt, dann ja, habe ich das lieber aktuell drin, dass ich jede Folge sagen kann, so, okay, heute ist das und das passiert, weil wenn ich jetzt sage, okay, heute ist Dienstag, jetzt nehme ich von, also heute ist nicht Dienstag zum Beispiel, ne? Wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt von 12 Uhr nachmittags bis 20 Uhr abends auf, habe ich das Spiel durch. Ja, dann kann ich es rendern und für euch hochladen. Wenn das sind jetzt 30 Parts oder so, dann habt ihr das. Aber es ist einfach nicht so schön, wie als wenn ich halt aktuell immer bleibe. Das ist, weiß nicht. Naja. Okay, da ist irgend so ein Typ, aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Cheerio, Boys. Tschüss.